So, und weil ich so viele Leute umgebracht habe, muss ich jetzt mich melden. Zum dritten Jahr, Präsident Meade. Keine Ahnung. Wenn ihr es lesen wollt, macht kurz Pause. Ich habe gerade sehr viele Punkte bekommen und die möchte ich gerne in die Medizin investieren. Was ist das? Eine schlechte grafische Präsentation. Way to go, sir. Was war da? Schokobiegel. Munition ist verschwunden. 0451. Ja, den kenne ich schon. It's my first day too. I'm pretty excited. I was in your class at the academy. You probably don't remember. So, lass mal hier futtern. Also, Pokale. Check in with Manderly on level 2. Ja, wo ist Level 2? Wo ist Level 2? Ist das irgendwo angeschrieben? Habe ich mich jetzt aus Versehen umgedreht? Ja, habe ich. Ach, Mist. Ist so blöd, ne? Da kommt man hier so um eine Rechtskurve und da kommt eine Linkskurve. Moment. Naja, da komme ich gerade her. Nochmal, also hier kommt eine Rechtskurve und dann geht es hier in so einer Linkskurve und dann direkt in den Gang rein. Aber hier, wenn man sich das so anguckt, wenn man herkommt, ist da... Ne, Moment, das passt sogar. Da war ich gerade nur verwirrt. Na gut, hier nochmal Drink packen. Ist nicht ganz leer. The retinal scanner can read blood vessel patterns right through your sunglasses. Nicht mal die Sonnenbrille muss man hier abziehen. Schön. Hier drin geht's mehr. Ist das eine Reflexion? Nein. Okay. Eine verschlossene Tür. Remember that Mr. Manderly wants to see you. Level 2. Hier ist Level 1. His secretary, Janice Reed, has your login and password. Gibt's hier vielleicht einen Doktor, der mich finally got to cap some rebels, eh, Denton? Ja. Den Rebellen habe ich es gezeigt. Und hier ist Level 2. Nur, wo ist Manderly? Joseph Manderly. Und wie ich bin, will ich erstmal erforschen, was es hier noch so alles gibt. Na, hier geht's zum Beispiel noch tiefer runter, aber erstmal Level 2 erforschen. Hier. Naja, das könnte Manderly. Joseph. Joseph. Ist Josef eine Frau? Your partner for the next assignment, Anna Navarra, is in the adjoining break room to the east. Maybe you should introduce yourself. Was Rüstung hinter Dietrichen? JC. Mind if I call you JC? Was gibt's hier? Ach Leute, ich will mich heilen. Gibt's hier keinen Doc oder so? Bla bla bla. Are you sure you pressed the button? I do not make me. My new partner, JC Denton. Ach, das ist Anna Navarra. Better to look good than to have the distractions of another agent who needs backup. Forgive my interruption. I just wanted to say that I look forward to working with you, Agent Navarra. Now, if you'll excuse me, I've got to be briefed by Mr. Manderly. I do not expect you to perform as well as Agent Herman, but the mission will require us to do more than frighten the NSF with our baggy coats that make us look bigger than we really are. I am prepared to perform my duties. For instance, not to be a man running into enemy lines without coordinated military assault. No problem. Ja. Okay, also die glauben nicht, dass dem Hermann das Wasser reichen kann. Hier gibt es Soda. Oh, 4 Stück. Andererseits kostet das Geld. Was ist denn mein Konto? Tja, jetzt müsste ich halt wissen, was mein Konto ist. Wie ich den Kontostand abrufe. Keine Ahnung. Hier kriege ich 2 Punkte für 2 Credits und hier kriege ich ebenfalls 2 Punkte für 2 Credits. Hier, Schokolade ist gesund, ne? Erstmal die Dinge hier leer machen. Ihr wisst ja, Schokolade hat wenig Vitamine und deswegen muss man viel davon essen. Ein Computerterminal. Kenne deinen Feind, die NSF. Naja. Ja, ich würde da gerne jetzt mein Konto sehen. Aber auch hier kann man sich heilen. Aber auch das erspare ich euch. Die einzelnen Punkte alle paar Sekunden.
Das werde ich vielleicht nachher machen. Dann rausschneiden. Ah, das ist mein Büro. Hey, wer hat meine Kiste kaputt gemacht? JCD Password Bionic Man. Ein Karton. Den kann ich nehmen und wegwerfen. JCD Bionic. Was war's? Bionic Man. JCD für JC Denton und Bionic Man. Wahrscheinlich wegen den Implantaten. Stimme im Kopf ist ein Operator aus dem Hauptquartier. Ja, kenne ich. Jedes Neuron in ihrem Gehirn ist manipuliert. Die mechanischen Implantate sind nicht obsolet. Einige Agenten haben die Befürchtung geäußert, in 10 Jahren nur noch mobiler Müll zu sein. Schauen Sie nach vorne, die Prothetik ist derzeit die einzige Technologie zur Optimierung von Humanmaterial. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, Opfer zu bringen. Und die werden dann als Helden gefeiert. Ja, und die Helden, wie wir alle wissen, sind am Ende tot. Und da steht leider auch nicht mein Konto drin. Na gut, dann auf zu Manderley. Joseph Manderley. Good work out there, Mr. Denton. Mr. Manderley said you handled yourself nicely. Welcome to UNATCO HQ. Our little family keeps getting bigger. Is Mr. Manderley available? Yes, go right in. By the way, your computer account is ready. Log in JCD, password Bionic Man. Alex already told me. Thanks. Was haben wir hier? Ein Nanoschlüssel. Was will ich hier klauen? Ich glaube nicht. You're going to make a mess. J. Manderley, Night Killer. Mal schauen, was die Mutter auf ihrem Computer so hat. Nein, war es nicht Manderley? J. Manderley, Night Killer. Na? Skullgun. Ich bitte erneut meine Skullgun für meinen Kopf. Ich brauche 2,22 Sekunden, bis ich mir diesen verdammten Sturmgewehr feuern kann. Skullgun. Okay, eine Waffe, die man mit Gedanken abschießt, oder? Ist cool. So ein kleines Experiment sollte demnächst eintreffen. Gehen Sie schnellstmöglich die Freigabe für Domination und SF-Einsätze, aber gehen Sie vorsichtig vor. Okay, bin ich das kleine Experiment? Wer weiß. Mal schauen, was er persönlich sagt. Hast du was zu essen? Nein. Was zum Heilen? Was ist das? Das sieht interessant aus. Reporting for duty, sir. The man himself. Splendid. Do you accept my apologies about the situation topside? Yes. A refreshing change from the academy, sir. Awesome. Don't despise training, my boy. Even you would be worthless without the shaping touch of drills and studies. So the NSF took a shipment of the Ambrosia vaccine? Give me a chopper and a pilot and I'll handle it. I'm sure you could. Yes, indeed. But we're having your brother head up the recovery team. You'll work with Agent Anna Navarro. Why don't we meet when you've seen Jaime for a medical checkup and received your equipment from Sam Carter? You'll be briefed at that time. Sam Carter. Yes, sir. Hände hoch. Wer kennt Stargate? Okay. Schokorie im Klo. Schön versteckt, damit es auch keiner sieht. The Med Center and Armory are on level 3. Na, ich beklaue ihn jetzt lieber nicht. Also, den nächsten Einsatz, den leitet mein Bruder und ich darf mit dem Mech oder mit der netten Frau von vorhin gemeinsam arbeiten. Und hier unten ist ein Medizinzentrum. Ich hoffe, dort werde ich geheilt. Sam Carter, da kriege ich Ausrüstung. Da sind Kollegen. Klo. Na, Frauenklo, vielleicht eher nicht. Männerklo. Zigaretten. Aha. Ich meine, hey, wer guckt sich nicht immer auf Toiletten? Die Frauen haben bestimmt Schokolade irgendwo, oder? How unprofessional. Ah,
Nein? Nichts zu essen. Keine Schokolade. Medical? Alex Jacobson. Computer Ops. Medizinisches. Der sieht. Welches Wurfmesser? Der hatte nichts dabei. Geht das kaputt, wenn man das so wirft? Eigentlich? Keine Ahnung. Wünschtriche. Hey, JC. You look like the real thing. They actually let you operate on people? Just fixed Gunther's knee, in fact. A sticky actuator. So far, I feel more like a mechanic than a doctor. I'm impressed. They actually let you point a gun at people. We'll have to catch up later. I've got to leave for New York right away. Could you send Manderly whatever it is he wants? No problem. Listen, JC, about your augmentations. You know they're preparing to roll out the technology worldwide, right? As long as I don't turn green and grow a pair of antennas, as I understand it. Yeah, well, the design's pretty modular, which means you'll soon have access to upgrades from standard augmentation canisters. I think I picked one of those up at the top of the statue. Maybe you did. My order from Versalite was on the ship the NSF captured. You'll need to take it to one of the medbots for installation. I'll do that. The canisters contain a colloid of ROM modules. Some are generic upgrades, others require you to make permanent choices about how to configure one of your subsystems. It's about time they implemented some of this stuff. Careful! Was? Oh, das hat gesehen. Schlüssel für Schrank im Medi Center. Stand da gerade. Ist das der? Haha! Was gibt's denn hier? Naja, Schrank. Abstellkammer. Ein Medipack. Yay! Und damit's nicht auffällt, dumm-di-dumm wieder abschießen. So, kann man die durchsuchen? Nein, nur werfen. So, da. Uiuiui, Nanoimplantate. Arme. Kampfkraft. Okay, das heißt, das Implantat, das ich gefunden habe, das verstärkt die Arme. Das könnte auch zum Zielen nützlich sein. Yep. Whatever. Und das ist ein Minibot. Schön. Erstmal alles heilen. Das ist doch schön. Und das da würde ich jetzt gerne. Ah! Ich kann jetzt entweder mich für den Mikrofibralmuskel entscheiden oder für die Kampfkraft. Also Stufe 1, Effektivität der Nahkampfwaffen wird gesteigert oder Steigerung der Muskelkraft. Was bringt das? Ah, ich kann schwerere Objekte verschieben und anheben. Also will ich schwere Dinge heben oder will ich im Nahkampf mehr Schaden machen? Ich glaube, ich will die schwereren Dinge heben. Oder? Ne, ich nehme den Nahkampf. Wenn mal die Munition ausgehen sollte, ist der Nahkampf auf jeden Fall eine Alternative, die ich in Betracht ziehen sollte. Oder geht's zu Level 4? Soll ich da hin? Keine Ahnung. Mal gucken, was da so gibt. Ich glaube, die Waffe brauche ich nicht hier. Das sind meine Kollegen hier. Restricted Area. Komme ich da rein? Nein. Da kann man nicht reinschauen. Na gut, da kommt man vielleicht später noch hin. Jetzt muss ich erstmal zu Carter mich ausrüsten lassen. So, was gibt's hier? You're getting warm. Dumm-di-dumm. Schokolade. Soda. Tarnkappenschuhzeug. Daran haben sie auch geforscht. Ändern Sie G. Hermanns Passwort auf Zeitgeist. Nächste Woche ist die Schadenfreude. Komischer Kerl. Schokomegel. Was hat er gerade die ganze Zeit gesagt? Keine Ahnung. Ah, so da. Ich will spielen. Das geht leider nicht. In dem anderen Spiel, in Prey, das will ich vielleicht auch noch spielen irgendwann. Da gibt es am Anfang so Spielautomaten, like leading a mouse to cheese. This thing is starting to give me a headache. Don't worry, we shut it down when you go off duty. I guess I'll get used to it. I'm Alex Jacobson, communications engineer. I suppose you already know who I am. Getting there. You're certainly quicker on the uptake than your brother Paul ever was. Thanks. Und was macht er hier? You're breaking my concentration.
reicht doch schon. Ist auch schön, dass sie das hier jedem erzählen, der es irgendwie hören will. Da geht ich jetzt nicht rein. Die Tools will ich im Einsatz noch verwenden. Da war ich schon drin. Da war ich drin. Dann muss ich jetzt zu Carter mich ausrüsten lassen. Zigaretten, was soll ich damit? Pfeile. Für die Armbrust wahrscheinlich. Sie Manderly on level 2 and let's move out. Ja, mit ihm habe ich schon gesprochen. Ich brauche keine Zigaretten. Das sieht die nicht. Genau, guck ruhig weg. Während ich hier die Soda klaue. Way to go, sir. Und was ist hier? Ah, sind das Zellen? Ist das der Anführer? Nein, das ist einer von den Terroristen. Aha. Dann ist das hier wohl der Gefängnistrakt. Gunther should have followed orders. Ist das ausgeschildert? Sie Manderly on level 2 and let's move. Nö. Na gut. At ease, Agent. Ah, die Ausrüstung. General Carter, I read about the Merced operation in school. This is a great honor. I'm not a general anymore. Just call me Carter. I can't believe what the NSF did to your family. Enough of that, soldier. We each have our troubles. I lost my children, but you had to grow up without your parents, which requires more courage. I don't think it matters. My parents died in a car accident. That's different. I said that's enough. You have your own op and time is short. How about I issue you a stealth pistol? That sounds fine. Thank you, sir. What else do you think you'll need? Just give me ammo. A man who means business. Nothing wrong with that. Now move out. Manderly's waiting. Hey, what about that guy out front selling munitions? Is that allowed? Oh, Captain, right. We've got some screwballs around here, but he's not the problem. It's whoever's been breaking into the armor. Someone at UNATCO's a thief? Yes, sir. And a damn good one. Danke. Das, ich meine natürlich, das geht ja mal gar nicht. Das ist ja voll daneben. Wo muss ich hin? Bei Manderly. Achso, ja stimmt, er wollte, dass ich zu Carter gehe und dann nochmal zurückkomme. Ah, da ist schon der Bruder. Und ich werde jetzt hier einfach mal speichern. Und die Aufnahme beenden.